Case Study. So bekommt jeder 4 bis 8 SMMA-Termine pro Woche und 1 bis 2 neue Kunden. Hi und herzlich willkommen hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte dir heute eine konkrete Case-Study von uns selbst geben, wie du wirklich für deine SMMA 4 bis 8 Termine pro Woche bekommen kannst und wie du daraus wirklich 1, 2 neue Kunden für deine Agentur machst. Bevor ich dir aber genau erkläre, wie wir das Ganze beispielsweise bei uns machen oder auch in den letzten Wochen so gemacht haben, hast du natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier for free eine Blue Light Brille zu bekommen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur unter dem Video einen Kommentar schreiben, dem Video einen Daumen nach oben geben, hier diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du wirklich auch kein Video mehr verpasst, und dann nimmst du automatisch an dem Giveaway teil und im nächsten Video werden wir direkt wieder den Gewinner releasen. So, kommen wir jetzt aber auch zur Case Study, zu der Story, die ich euch eigentlich auch in diesem Video hier erzählen möchte, denn in der Vergangenheit war es jetzt immer so, dass ich immer wieder von Leuten gehört habe, so hey, nee, sie können keinen Telefonvertrieb, weil sie kennen sich noch nicht wirklich gut mit Social Media aus oder sie haben im Vertrieb noch nicht genug Erfahrungen. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Also ich höre immer so viele Ausreden, warum viele Leute eben keinen Vertrieb in ihrer Agentur machen können. So, wir haben jetzt ungefähr so vor 2,5 Wochen bei uns eine neue Mitarbeiterin eingestellt, und zwar für natürlich den Vertrieb. Wir haben mittlerweile schon mehrere Leute im Vertrieb sitzen, aber dadurch, dass die Nachfrage aktuell im Markt so extrem steigt, haben wir jetzt wieder eine neue Person eingestellt. Und die neue Dame, die wir im Vertrieb eingestellt haben, ist 42 Jahre alt und hat mit Social Media eigentlich gar nichts am Hut. Also hat weder einen Instagram-Account noch einen Facebook-Account noch sonst irgendwie was groß in diesem Bereich gemacht und eben auch im Vertrieb nicht wirklich viele Vorerfahrungen. Wir haben es aber geschafft, dass genau diese Person nach circa einer Woche bereits 2 bis 4 Termine pro Tag für unsere Agentur ausmacht. Um euch das Ganze auch zu beweisen, packen wir jetzt hier einfach mal so ein paar Screenshots rein aus unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir wirklich immer unsere Termine durchgeschickt bekommen. Und warum erkläre ich euch das Ganze jetzt so genau? Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich euch damit zeigen möchte, dass wir es geschafft haben, eine Person, die sich mit der Materie wirklich null auskennt, keinerlei Vorerfahrungen hat, dass wir es geschafft haben, in einer Woche diese Person so auszubilden, dass sie in der Woche drauf wirklich 2 bis 4 Termine pro Woche für die Agentur ausmacht. Wie wir das genau gemacht haben, möchte ich dir jetzt erklären. Und zwar Regel Nummer 1 im Vertrieb, die aller wichtigste Sache ist die Schlagzahl. Das bedeutet, es geht überhaupt nicht darum, dass du die beste Quote hast, dass du jeden Kunden abschließt, sondern es ist super wichtig, dass du einfach deine Zahl kennst. Wie viele Anrufe brauchst du, bis du einen Termin ausgemacht hast? Wenn du beispielsweise 200 Anrufe brauchst für einen Termin, ja, dann weißt du, du brauchst 400 Anrufe für 2 Termine. Wichtig ist es hier einfach wirklich nur die Schlagzahl zu kennen und dann dementsprechend auch wirklich viel zu telefonieren. Weil es ist auch so, wenn man mal die ersten 100 Telefonate gemacht hat, dann hat man sowieso schon sehr, sehr viel Praxiserfahrung gemacht und man wird dann auch wirklich mit jedem einzelnen Telefonat besser. Regel Nummer 2 ist ordentlich sein und vor allem eben auch diszipliniert sein. Was ich auch meinen Mentees immer wieder sage, ist, dass eins der wichtigsten Dinge überhaupt ist, dass man wirklich jeden einzelnen Anruf mitdokumentiert. Das heißt, wenn man beispielsweise irgendwo angerufen hat, dass man sich danach, nach diesem Telefonat, kurz grob rausschreibt, was die Learnings daraus waren. Wenn man einen Termin ausgemacht hat, was waren die ausschlaggebenden Dinge? Wenn man eine Absage bekommen hat, was waren die ausschlaggebenden Dinge, warum diese Absage beispielsweise jetzt zustande gekommen ist. Wenn du dann all diese Fehler beispielsweise rausschreibst oder all die Dinge rausschreibst, die für dich gut waren und die eben für dich schlecht waren, kannst du dir aus all diesen Teilen ein sehr, sehr gutes eigenes Vertriebsskript zusammenbauen.
Das heißt, du weißt irgendwann ganz genau, was du auf welchen Einwand antworten musst, damit du beispielsweise noch einen Termin ausmachst und so weiter. Und du weißt auch ganz genau, wie du mit welcher Person sprechen musst, um überhaupt in den Termin zu kommen. Und Punkt Nummer 3 ist, als Vertriebler oder euren Vertrieblern wirklich das richtige Mindset beizubringen. Denn einen guten Vertriebler zeichnet Folgendes aus. Und zwar, einen guten Vertriebler zeichnet es aus, dass wenn man 100 Telefonate macht und 100 Absagen kassiert, dass man nicht anfängt, an sich zu zweifeln. Dass man nicht anfängt, daran zu zweifeln und zu sagen, oh, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug dafür, ich kenne mich nicht genug aus. Das ist genau das, was jeder machen würde. Und genau das darfst du nicht machen. Wenn du mal viele Absagen bekommst, dann sieh es nicht als Absage, sondern sieh es jedes Mal als Learning. Bedeutet, du lernst aus jeder Absage und wirst immer wieder besser. So, und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist auch einer so der wichtigsten Punkte überhaupt. Und zwar, du darfst dich im Verkaufsgespräch nicht anhören wie ein krasser Verkäufer. Das heißt, dein Gegenüber am Telefon sollte sich in keiner Sekunde unwohl fühlen. Denn viele gehen mit so komischen Telefonskripten rein, die sie mal von irgendwelchen Telefongurus gesehen haben, whatever, und machen dann irgendwelche total komischen Sachen am Telefon, wo der Gegenüber sich total unwohl fühlt. So, oh, was will der jetzt von mir oder was will der mir jetzt verkaufen oder was auch immer. Deswegen der Unterschied ist, du musst direkt mit ihm auf einer Wellenlänge sein und nur so kannst du es auch wirklich schaffen, viele Termine auszumachen, wenn sich dein Gegenüber in jeder Sekunde wohlfühlt. Und ich kann euch sagen, es gibt natürlich auch noch mehr Tipps hier an dieser Stelle, aber wenn ihr diese 4 Tipps schon mal anwendet und ihr merkt, diese 4 Tipps sind jetzt nicht die krankesten Tipps oder irgendwelche krassen Pillen oder Geheimnisse, sondern diese 4 Tipps sind eigentlich Basics. Wenn ihr diese 4 Basics anwendet, dann werdet ihr im Kaltakquisevertrieb schon definitiv viel, viel besser abschneiden. Wenn ihr in Zukunft Lust habt, dass ich mehr über das Thema Kaltakquise spreche, dass ich euch wirklich ein paar Insights gebe, wie wir das Ganze machen, wie so ein Gespräch aufgebaut ist und so weiter, dann schreibt das gerne mal unten hier in die Kommentare rein. Und man muss dazu sagen, ab jetzt gibt es für dich da draußen wirklich keine Ausrede mehr, neue Termine auszumachen. Ganz, ganz wichtig, weil die Nachfrage ist aktuell so groß wie noch nie. Und ansonsten, wenn du aktuell überlegst, dir vielleicht eine eigene Agentur aufzubauen oder jetzt gerade im Aufbau bist und deine Agentur aufs nächste Level bringen willst, dann check gerne mal die Links in der Beschreibung ab. Dort kannst du dich für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dann sprechen wir einfach mal über deine Situation. Und ansonsten schreib mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was deine Meinung zu dem ganzen Thema Telefonakquise ist, was du wirklich aktuell dort für Probleme hast und wie du dieses Video gefunden hast. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal für mehr Content und aktiviere noch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann nimmst du auch direkt bei dem Gewinnspiel dieser Blue Light Brille hier teil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.